In diesem Video teste ich den Usenet Provider NewsDaemon. Ich habe mich explizit für diesen Provider entschieden, da er ein paar herausstechende Features zu einem fairen Preis bietet. Auf dem Usenet-Server dieses Providers liegen die Dateien über 8 Jahre, bevor sie gelöscht werden. Das ist ein überdurchschnittlicher Wert. Im günstigsten Tarif lässt NewsDaemon 20 Verbindungen gleichzeitig zu, bei allen anderen Tarifen bekommt man 50 Verbindungen. In allen Fällen hat man keine Begrenzung der Geschwindigkeit zu befürchten. SSL wird ebenfalls unterstützt. Die Preisgestaltung ist sehr fair. Man kann entweder einen monatlichen Tarif wählen oder einen Blocktarif. Der gekaufte Traffic aus den Blocktarifen ist nicht an eine Laufzeit gebunden. Bei den monatlichen Tarifen erhält man zudem noch einen VPN-Zugang von SlickVPN. Eine nette Zugabe, aber nicht wirklich notwendig. Es gibt eine monatliche Kündigungsfrist, man muss also den Account bis zum Monatsende kündigen. Schöner wäre hier eine Prepaid-Lösung gewesen, bei dem die Premium-Laufzeit nach einem Monat automatisch beendet ist. Meine Leitung unterstützt 100 Mbit. Ich konnte mit NewsDaemon meine Leitung voll ausreizen, wie im Video zu sehen. Die Einrichtung ist recht simpel. Man benötigt eine Software für das Usenet. In diese trägt man Servername, Ports, Benutzername und Passwort ein. Diese Daten werden übersichtlich von NewsDaemon zur Verfügung gestellt. Daher gibt es eine klare Empfehlung für den Dienst. In der Videobeschreibung findet ihr einen Werbelink, mit dem ich meine Laufzeit verlängern kann, falls ihr darüber einen Account kauft. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Link nutzen würdet.